Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Heimatfreunde, liebe Landsleute. Ich darf Ihnen allen als Vertreter der pommerschen Landsmannschaft die herzlichen Grüße übermitteln. Diese Gedenkstätte hier auf Schloss Burg stellt eindrucksvoll das grauenhafte Geschehen der Vertreibung dar. Heute wird vielen Menschen allabendlich vor Augen geführt, was Vertreibung ist und was es bedeutet, mittellos aus der Heimat verjagt zu werden. Heimat ist nicht nur etwas Vergangenes, sondern sie hat die Menschen von innen und von außen her geprägt. Unsere ersten Eindrücke im Leben haben wir im Kontext unserer ostdeutschen, unserer pommerschen Heimat empfangen. Wir sind hineingewachsen in den geistigen Horizont unserer Vorfahren auf allen Gebieten menschlichen Denkens, Fühlen und Handeln. Das waren oft die einzigen Vermächtnisse, die wir von zu Hause in die damalige Fremde als unsichtbares Fluchtgepäck mitnehmen konnten, aber sie waren das Wesentliche. Es ist nun unsere Aufgabe, unsere ostdeutsche pommersche Kultur in das ganze gegenwärtige Deutschland einzubringen und hier zu bezeugen. Wenn wir auch unsere materielle Heimat verlassen mussten, die geistige und kulturelle Heimat ist uns geblieben. Ja, wir haben sie mitgenommen. Wir haben sie in unserem Herzen bewahrt. Sie ist ein wesentlicher Teil auch unserer deutschen und damit europäischen Kultur. Das immer wieder zu bezeugen und daran zu erinnern, war und bleibt unser Auftrag. Meine Damen und Herren, ich darf in diesem Zusammenhang auf die hier gezeigte Dokumentation Vertrieben und Vergessen, Pommern in der deutschen und europäischen Geschichte hinweisen, die heute in der Gedenkstätte auszugsweise gezeigt wird. Wir haben uns immer zur Verständigung mit den Völkern des Ostens bekannt, aber der Preis kann nicht Verzicht auf geschichtliche Wahrheit sein. Helfen Sie uns, diese große Aufgabe zu bewältigen. Auch diese Gedenkstätte wird weiterhin eine Informationsstelle über den deutschen Osten bleiben und über das historische Geschehen unterrichten, sowie an den Krieg und Vertreibung erinnern und die kommende Generation mahnen, solche Untaten rechtzeitig entgegenzutreten. Wer sich in der Geschichte behaupten will, braucht ein klares Ziel. Die Geschichte geht weiter. Wir können eine bessere Zukunft erreichen und geschlossen bleiben. Ein Mensch kann seine Zukunft nur gewinnen, wenn er weiß, wo seine Wurzeln sind und wo er herkommt. Pommern lebt, solange wir es wollen. Danke Ihnen.